Bevor man mit dem PKFIL startet, sollte man ein paar Einstellungen das erste Mal für das ganze Büro vordefinieren. Das mache ich jetzt wie folgt. Als erstes möchte ich mir mehr Fenster aktivieren. Ich blende mir dazu die Menüliste ein, die ist jetzt hier erschienen. Ich gehe auf Fenster und möchte mir zwei Fenster und ein Animationsfenster anzeigen lassen. Jetzt habe ich hier den Grundriss, hier das Animationsfenster und hier die Ansicht von vorne bzw. von Süden. Das PKFIL wurde installiert im Büroordner der Bibliothek unter Subparts und dort könnt ihr das PKFIL suchen. Ihr könnt auch per Rechtsklick an eine freie Fläche nur den Text ausgeben lassen, wenn ihr das lieber wollt. Ich mache jetzt mal mittelgroße Symbole und dort habe ich das PKFIL. Per Drag and Drop oder per Doppelklick kann das PKFIL aktiviert werden. Um die Einstellung für den Rechner vorzunehmen, für den Benutzer, der dann auch im Cache landet, das heißt jedes Mal, wenn das PKFIL erneut hier rausgezogen wird, sollte das PKFIL per Doppel-Linksklick hier aktiviert werden und einmal eingestellt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier Einstellungen vornehme, das zeige ich jetzt mal im Kurzdurchlauf, ich sage jetzt zum Beispiel, die Textgröße soll bei uns im Büro nicht 2,5 mm groß sein, sondern 2,3. Dann kann ich das jetzt schließen und wenn ich wieder in die Bibliothek reingehe, PKFIL, wird jetzt im nächsten Moment die Textgröße 2,3 ausgewählt werden. Würde ich aber bereits ein abgelegtes PKFIL im Teilbild aktivieren und dort abändern, sagen wir mal auf 3, schließe das Ganze und hole mir jetzt ein neues PKFIL aus der Bibliothek, dann wurde das nicht mit übernommen. Also, das heißt, um einmal die benutzerdefinierte Einstellung vorzunehmen, hier einen Doppelklick drauf und jetzt alles einstellen, was das Büro benötigt. Darunter fallen in den Einstellungen erstmal das Level of Geometry. Das heißt, das kommt zur Geltung, sobald ihr ein rundes Bauteil erzeugt. Wie viele Ecken und Kanten und Polygone soll eine Rundung besitzen? Mit der Maus über ein Fragezeichen bekommt ihr einen Hinweis und dort wird nochmal alles auf kurzer Hand erklärt. Im Upgrade-Bereich wechsle ich einmal die Form auf Draufsicht. Ich reaktiviere das Ganze und sage mal Form O-Form innen. Radius wähle ich 1 Meter und setze das Ganze mal hier ab. Und jetzt sehen wir, wenn wir das Level of Geometry, das auch hier erscheint, abändern auf 4, dann wäre es ein Quadrat oder machen wir mal 16 und ihr seht, jetzt wird es immer runder und runder und dann kann ich würde im Viererbereich springen und so kann man das Ganze runder gestalten. Allerdings muss man wissen, je mehr Polygone, desto performancelastiger ist das Teilbild. Ich wechsle wieder auf die I-Form zurück in der Seitenansicht und gehe auf die weiteren Einstellungen ein. Standardmäßig ist die Farbe 104 ausgewählt, wie alle anderen Subparts, dass das Ganze einheitlich ist. Aber wenn ihr im Büro die Farbe ändern möchtet, zum Beispiel zu blau, dann könnt ihr das auch tun. Oder zu braun oder vielleicht sogar zu gelb. Allerdings auf einem weißen Plan sieht man gelb nicht ganz so gut. Deswegen belasse ich das bei dem Rot. Und über die Numlock-Tasten, also über den Nummernblock, könnt ihr zum Beispiel Zahlen eingeben. Und landet dann gleich, also ich habe jetzt die 104 eingegeben und dann lande ich gleich bei der Farbe, die ich möchte. Ich bestätige einmal mit Enter und in der nächsten Zeile gibt es den Platzhalter-Modus. Der soll aktiviert werden, wenn ihr das Einbauteil verlegen wollt, aber ihr seid euch noch nicht sicher, ob das so verlegt wird, wie ihr es abgelegt habt. Das geschieht meistens in der Leistungsphase 4 in der Ausführungsplanung. Mit einem Klick in die Checkbox wird auch die Farbe verändert, sehen wir hier in Orange, oder wir deaktivieren das Ganze. Auch den Platzhalter könnte man diese Farbe verändern, die ist standardmäßig bei jedem Support auf der Farbe 8 in Orange angezeigt.
Ebenso kann der Layer angepasst werden, der bei jedem Subpart auf EBD-SOND steht. Das ist ein Einbauteil-Layer. Es gibt noch weitere Einbauteil-Layer, aber alle Subparts stehen auf EBD-SOND. Beziehungsweise, wenn ein Einbauteil eine Bewährung besitzt, dann ist meistens die Bewährung noch gesondert auf einen Rundstahl-Layer. Die Oberflächen von PKFIL und Dämmung, die steuern die Oberflächen im Animationsfenster. Das heißt, wir müssen jetzt das neue Subpart hier anschauen. Wenn wir hier auf Upgrade gehen und eine Dämmung hinzufügen und das Ganze schließen, dann sind diese Oberflächen damit gesteuert. Wie schon gerade erwähnt, ich muss die Einstellungen hier vornehmen, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal rein, setze nochmal ein neues ab und könnte jetzt zum Beispiel die Dämmungsoberfläche ändern, indem dass ich hier in Büro reingehe, dann hole ich mir zum Beispiel irgendein Material, keine Ahnung, Solid Colors und vielleicht möchte ich eine silberne Dämmung haben. Schließe das Ganze. Halt. Und jetzt haben wir die Dämmung in Weiß angegeben. Ich lösche jetzt mal diese ganzen PK-File, damit wir uns noch auskennen. Ich reaktiviere ein neues. Lass das Ganze nochmal anzeigen. Und gehe wieder auf den Reiter Einstellungen. Die PKFIL-Anzeigestärke ist sozusagen hier diese Stärke von hier nach hier. Die ist bei mir mit 8 mm eingegeben. Alle Angaben werden immer in Meter eingegeben, beziehungsweise die Textgröße in Millimeter. In der Beschriftung, die auch im Darstellungsmodus hier angezeigt wird, die kann auch zum Beispiel den Langtext angeben. Allerdings empfehle ich das in dem Fall nicht, denn da kann ziemlich lang werden. Ihr könnt zwar das Ganze auch dann aufspalten auf zwei Zeilen, aber wie gesagt, hier würde ich auf Kurztext gehen oder auf gar keinen. Ist der Text deaktiviert mit Beschriftung Minus, kann aber dennoch der Absetzpunkt verlegt werden. Und wenn ich zum Beispiel wieder auf Kurztext zurückgehe, dann funktioniert auch dieser. Es sind einige Schriftarten hinterlegt. Dort einfach die Büro standardmäßige Schriftart auswählen. Ansonsten belastet ihr das auf Arial. Die Textgröße ist sehr wichtig. Die wird ausgegeben vom Maßstab unabhängig. Das heißt, wenn ihr im Maßstab 1 zu 100 ausgibt oder im Maßstab 1 zu 1, bleibt der Text immer auf 2,3 mm. Solange diese Checkbox aktiv ist. Allerdings muss das Subpart aktiviert werden, um diese Berechnung vorzunehmen. Das heißt, wenn wir jetzt die Textgröße auf, wir können es auf 2,3 lassen, aber hier den Maßstab ändern, dann müssen wir das Subpart einmal reaktivieren und dann wird die Schriftgröße verändert auf den richtigen Maßstab. Der Text wird nicht kleiner, sondern eigentlich wird das Einbauteil größer und die Schriftart bleibt gleich groß. Ich wechsle nochmal im 1 zu 100. Ich lösche nochmal das linke Subpart raus oder hier auch nochmal. Gehe in die Bibliothek rein und stelle noch die weiteren Sachen für die Beschriftung ein. Also hier die Schriftgröße 2,2 ist meistens üblich. Ihr könnt aber auch 2,5 oder 3, je nachdem wie ihr das machen wollt. Ja, Größenanpassung haben wir gerade. Dann können wir noch die Ausrichtung des Textes. Wir könnten zum Beispiel auch den Mittelpunkt wählen, was beim Kurztext auch, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht ist. Und den Griff können wir irgendwo hinziehen, wo wir wollen. Den Layer können wir verändern vom Text. Der ist standardmäßig auf Einbauteil Sonder. Die Textfüllfläche können wir aktivieren und auch die Rotation des Textes. Mit einem Doppelklick in die Zahlen hinein kann man auch Zahlen eintippen, wenn man das möchte. Die Textfüllfläche macht das, was man sich wahrscheinlich denkt. Es hinterlegt eine Füllfläche im Text und wenn ich zum Beispiel hier jetzt eine Füllfläche einsetze, dann wird der Text hier mit einem Weiß ausgegeben hinter dem Text. Ich reaktiviere das PKFIL, gehe in die Einstellungen rein.
und habe hier unten den Bereich für den Kurztext. Den haben wir gerade schon gesehen mit POS 1. Der wird immer definiert, je nachdem, wie viele Einbauteile von demselben Typen in dem Projekt abgelegt wurden. Das heißt, das ist jetzt unser erstes PK-File in diesem Projekt und es besteht aus drei Spalten, einem Vortext, einem Nachtext und einer Zahl. Im Nachtext ist bei mir nichts vorhanden und wir könnten jetzt zum Beispiel auch ändern, dass hier nicht POS steht, sondern PEC, wenn das der Bürostandard wäre. Einmal mit Enter bestätigen und wir könnten auch noch eine Klammer hinzufügen. Einigen wir uns mal auf eine runde Klammer. Dann wird der Textbereich gleich hier größer angezeigt. Wir gehen einmal hier auf Upgrade und wir übergeben jetzt die Vorgabe, das ist die automatische Vorgabe, wo das Subpart sagt, hey, möchtest du nicht lieber PEC1 nehmen? Du könntest aber auch jeglichen Kurztext hier eingeben, wenn du möchtest. Aber wenn du im System von Subparts agieren möchtest, dann kannst du das einfach hier übergeben. Und sobald diese zwei Namen identisch sind, können wir das PK-File jetzt auch abspeichern. Der Speicherort ist immer im Projekt an einem bestimmten Platz und dort wird einfach der Langtext von der ersten und zweiten Zeile abgespeichert und dann hier niedergeschrieben in Textform. Alle verbotenen Zeichen, wie zum Beispiel hier der Doppelpunkt, werden automatisch umgewandelt in einen Unterstrich, damit man da nichts mehr eintippen muss. Lediglich auf Speichern und das PK-File 1 wurde abgespeichert. Ich schließe das Ganze und jetzt sehen wir auch hier die runde Klammer. Wenn wir jetzt in die Bibliothek gehen und uns ein neues PK-File per Doppel-Linksklick holen, dann haben wir genau hier das PEC1 wurde bereits gefunden in diesem Projekt, deswegen ist hier ein Haken gesetzt. Die Einstellungen sind genau so vorgenommen, wie wir es eingegeben haben. Allerdings würde ich natürlich nicht die Textrotation von 45 Grad beibehalten. Wir belassen die auf 0. So viel dazu zu den Voreinstellungen, die man übernehmen sollte, bevor man das erste PK-File verlegt.